Einen herzlich beherzten guten, was haben wir, Nachmittag oder so wünsche ich euch allen. Willkommen zurück zu Let's Play Dissidia 2 für die PlayStation Portable. Im, ah ja, moin. Ja, das nehmen wir noch an. Dankeschön, 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 Dankeschön. Im letzten Part haben wir, soweit mich nicht alles täuscht, mit der Story von Yuna begonnen. Kapitel 12, also Kapitel 4 in 012. Richtig? Richtig. Und ja, ich würde sagen, dass wir... Wow. Ah, ich habe mir gerade eingebildet, dass mit der Framerate irgendwas ist. Oh Gott, hallo Ifrit. Und ja, daher würde ich doch an der Stelle einfach sagen, machen wir hier weiter. Wir haben viel zu tun. Und ich glaube, wir sind... wir sind mit 012 auch schon... Also mit dem ersten, der... Ich glaube, drei... Kann mich aber täuschen. Großen Story-Kapitel, damit auch fast schon... Naja, nicht fast schon durch. Das stimmt so nicht. Das war knapp. Das war nicht die Attacke, die ich machen wollte. Sorry, ich wollte eigentlich Volfaris rufen. Vergaß, dass das nur auf den Boden ging. Ich habe wieder ein paar Tage Pause gemacht mit den Aufnahmen. Daher muss ich mich wahrscheinlich ein, zwei Kämpfe lang... Aua. Erstmal wieder dran... Aua. Gewöhnen, was hier nochmal abgeht im Leben. Warum hatten die plötzlich 300? Moment mal, ich wurde doch gerade gebraved. Wieso haben wir... Hä? Moment, jetzt bin ich irritiert. Was ist gerade mit der Bravery passiert? Aua. So. Okay, wenn eine Attacke das gewinnen kann, will ich mir zumindest meinen Ex-Kram nochmal kurz hören. Holen. Erstmal nachdenken und reden können wir vielleicht auch gar nicht so verkehrt im Leben. Okay, was wollte ich sagen? Genau, 012, das haben wir ja mittlerweile schon festgestellt, besteht erstmal aus diesen ganzen Charakterkapiteln, in denen wir alle Charaktere, also die Perspektive aller Charaktere spielen, die im zweiten PSP-Dissidia-Teil dazugekommen sind. Und die kennen wir ja schon alle, das heißt, nach Yuna fehlen ja nur noch nicht mehr so viele. Na, wenn ihr euch mal einmal zusammenrechnet, wer da noch so war. Na, haben wir alle schon getroffen? So viele sind da ja nicht mehr. Also, oh, da hinten ist Titus. Mit dem Mogri reden wir gleich. Ich will mir gerne noch kurz den Skill hier holen. Dankeschön. Was bekommen wir? Irgendeine Chain mal wieder? Round Chain, ja. Bevor ich mit dir rede, holen wir noch kurz hier drüben eine Truhe. So. Okay. Und ich bin mir gerade nicht mehr sicher, dafür ist es dann doch wirklich zu lange her, wie viel danach noch kommt. Ich glaube, es gibt dann quasi auf jeden Fall noch so ein Abschlusskapitel von der Story. Und so ein blöder Typ ist gerade volle Kanne gegen meinen Bommel gerannt, Kubo. Aber ich bin mir nicht sicher, ob es noch viel mehr dann gab. 120 und die anderen alle 80. Fuck off. Opponent's bravery is half. Das ist crazy. Der sieht gut aus. For a period of time, reserve double the opponent's bravery when you take HP damage. Period of time, bravery tripled when you take HP damage. Das ist auch crazy. Aber ich glaube, den Iron Giant hätte ich gerne. Nur wie zur Hölle soll ich jetzt bitte an 60 KP mal eben kommen? Oder 52? Das ist ja crazy. Das ist ja. Okay. Dann nicht. Aber haben wir im normalen Shop vielleicht noch was Cooles. Naja, wir könnten halt schon mal... Wie viele... Wir haben 3 Steine. Ja, brauche ich mit... Nee. Nö. Nö. Gehen wir lieber in den nächsten Dungeon. Um weiter Progress hier zu machen. Und jetzt haben wir wieder einen 90-Sekunden-Win für KP. Das gefällt mir ja gar nicht. North Melmond Gateway. Oh, das ist eins meiner Lieblingslieder aus meinem 10-Soundtrack. Okay, jetzt ist die Frage. Weder Sir Jack noch Tidus sind hier. Ich darf den Mut nicht verlieren. Ich schaff das schon. Mit den Items, die ich gesammelt habe. Yuna, bist du allein unterwegs? Ist alles in Ordnung? Sie Dane. Bin ich froh, dass es dir gut geht. Reisen wir gemeinsam zum Sanctuary? Na klar. Es gibt Skills, die in Chain-Kämpfen die ganze Zeit über aktiv bleiben. Nur diese Skills vor einer Chain, um ihre Wirkung zu verlängern. Okay. Ich könnte hier jetzt eine Round-Chain machen, dann hätte ich
3 Gegner drin. Wenn ich den über mir besiege, achso, ich meinte hier, wenn ich den über mir besiege, mich dahin stelle und around oder da drüber, naja, so oder so, kriege ich 3 rein. 3 ist das Maximum, was ich mit einer Round Chain hier gerade zusammen kriege. Dann würde ich die, glaube ich, hier jetzt machen. Und dann holen wir uns dann erstmal Truhe und Summon Stone, bevor wir oben zu den nächsten beiden Gegnern gehen. Jawohl. Okay, Round Chain. Wir beginnen mit False Hero. False Hero? Ist das nicht der Warrior of Light? Falls ja, gegen den haben wir noch gar nicht gekämpft, oder? Oder ist False Hero der oder nicht? Jawohl. Haben wir gegen den überhaupt schon gekämpft? Ich glaube nicht, aber... Purple Level Up, Tony. Aber wer bin ich, das alles hier? Oh. Gut. Mittlerweile, muss ich sagen, komme ich mit Yuna doch wieder ganz gut klar. Ich hatte ja am Anfang erwähnt, dass ich immer das Gefühl hatte, mit ihr nicht so gut klar zu kommen. Aber gerade habe ich den Eindruck, dass es doch ganz gut funktioniert. Besonders, weil die Richtungen ihrer Attacken relativ gut so kombinierbar sind. Ah, Phantom. Wer war Phantom? Phantom. War das Kuja? Ne, es war nicht Kuja. Phantom, Phantom, Phantom. Weiß ich gerade nicht. Checkt, ja. Ergibt auch Sinn. So, wir müssen uns mit den Kämpfen ja ein kleines bisschen beeilen hier. Damit wir... Oh, wieso hat das getroffen? Wahrscheinlich, weil er jetzt noch am Regenerieren war. Ew. So, wir wollen ja die KP haben, gerade wenn wir hier in der Chain... Gerade wenn wir hier in einer Chain sind, dann wollen wir auch sicher gehen, dass wir die ganzen KP bekommen. Also die 3x3, 9 KP. Auch wenn wir jetzt höchstwahrscheinlich in dem Dungeon nicht auf die 80 kommen werden. Das ist, würde mich wundern, wie ich das jetzt hinkriegen sollte. Aber naja, zumindest 9 schon mal mitnehmen. Plus da oben, da wird auch noch eine Doppelchain drauf. Da kriegen wir nochmal 4 drauf. Dann sind wir bei 13. Dann sind wir also bei 41 von 80. Naja, bringt uns noch nicht so viel, aber... Imitation Disposes Parts. Naja, der... Der Emperor, wirklich? Okay, gut, whatever. Ich glaube, der hat gerade... Der ist gerade, glaube ich, einem Break ausgewichen. Warum... Warte mal, geben meine Bravery-Attacken eben gerade... Nee, Alter, der heilt sich... What the fuck? Was geht denn mit seiner Attacke? Also, was ist denn das für ein... Was hat der denn gerade für eine Beschwörung bitte aufgedingst? What the fuck? Also, kein Plan, was er gerade gemacht hat, aber irgendwo... Ah, fuck off. Das ist nicht gut. Oh. Ich hätte jetzt gerne den Ex-Core noch geholt, aber ich war schon in der Attacke. Ich habe gerade gar keinen Plan, was zur Hölle seine Beschwörung gerade gemacht hat, aber die hat ja der richtig reingehauen. Hi, Barmut. Das sind alles Attacken, die wir nicht haben wollen. Mein Kabankel lädt auf, das ist okay. Danke für 9 KP. So, erstmal die Truhen. Oakstaff, den haben wir kürzlich verkauft. Was gibt's hier für Summon Stone für uns? Hoffentlich mal was Praktisches wieder. Klingt nach Ramu. Bete für Wolken und ich werde deinen Feinden Gerechtigkeit zuführen. Bist du Ramu? Aber ich... Du kannst mich nicht rufen. Ich eile herbei, wenn dir Gefahr droht. Okay, klingt nach Ramu Auto. Ich verstehe, vielen Dank. Ja. Okay, moin, Brudi. Was ist los, Yuna? Du wirkst so niedergeschlagen. Hey, komm schon, lach einfach. Die Sorgenfalten stehen dir überhaupt nicht. Okay, was macht... Ja, danke schön. Ja, okay, danke schön. Nee, das wollte ich nicht. Hier. Was macht der? Opponent summon seal for a short time. Oh. Ich glaube, ich nehme aber mal die Wand mit. Was war hier drin? Neues. Irgendwo war gerade was Neues. Hier. Amulet. Chase Bravery Defense.
Und Spider Silk X Revenge Duration. Auch nice, aber kann ich mir eh alles nicht kaufen. Von daher, whatever. So, machen wir hier. Es schien, als suchte Tidus jemanden. Etwas zu Jacked? Vielleicht auch nicht. Fleeting Fetch. Machen wir hier mal noch kurz eine Double Chain draus. Und ja, beide auf der Suche. Ne, Tidus ist ja hinter diesem Gate, das haben wir ja schon festgestellt. Der ist da ja so schön oberkörperfrei rumgelaufen. Ach, Lightning, ich habe auch lange nicht gesehen. Das war gerade nicht die Attacke, die ich machen wollte. Bleib mal schön hier. Mann, renn nicht weg, ich habe nur 90. Hat sie getroffen? Wow. Ich habe nur 90 Sekunden Zeit, dich zu köpfen. Also bitte hör doch mal auf, jetzt die ganze Zeit wegzurennen, Digga. Nerv mich nicht. Hier, friss das bitte. Nee, nicht Santesuke. Oh. Santesuke. Nee. Yeah, du kleine Schrulle. So. Die war ganz schön programmiert auf Fernkampf. Das mag ich ja nicht so gern. Da kannst du, wenn wir Laguna sind, gerne machen, aber nicht mit mir. Ja, auf Fernkampf ist Yuna nämlich bisher noch nicht. Aber kommt bestimmt noch. Da lernen wir bestimmt noch was Tolles. Aber erstmal machen wir noch hier einen Kampf gegen uns selbst, wenn ich das gerade richtig gelesen habe. Ephemeral Summoner. Müssten wir selber sein. Jawohl. So, also hier auch mal wieder die Frage, wer ist die bessere Ich? Bei Laguna war das immer relativ einfach zu beantworten. Definitiv nicht ich. Aber vielleicht ja bei dir. Hier. Ja. Da. Ich glaube, der Schaden, den wir da unten bekommen haben, war vom Kampf gegen den Emperor, wenn mich nicht alles täuscht. Also nicht gegen sie gerade. Flawless Victory. Speed Boost. Brauche ich das? Wir sind auf Level 6 und haben noch keine einzige neue Fähigkeit freigeschaltet, oder? Das macht mich gerade ein bisschen stutzig. Also Fähigkeit im Sinne von Attacke. Dann können wir auf jeden Fall den Speed Boost erstmal ausrüsten, weil dann haben wir da genug CP für. Aber ich hätte lieber gerne mal eine neue Bravery- oder LP-Attacke. Wobei sie schon mit echt vielen unterschiedlichen startet. Oder kommt mir das gerade nur so vor? Keine Ahnung. Was? Tut mir leid. Ich muss was auskundschaften. Wurde dir nicht so viel zu? Ja, sei du auch vorsichtig, Selene. Oder Sidan. Okay. Ciao. Aber danke für deine kurzfristige Hilfe. Ist ja nicht so, als hätte ich dich gerade gebeten, mit mir zum Sanctuary zu kommen. Ich bin Yoda, ich brauche Hilfe, aber dann halt nicht. Hoffentlich ist bei Selene alles okay. Er schien jemanden gesehen zu haben. Auch ich muss meine Suche fortsetzen. Sir Jack ist sicher in diese Richtung gegangen. Ja, sicher, sicher. Oh, ich kann mit den Pfeiltasten auch die Kamera drehen. Das ist gut zu wissen. Ich habe es immer mit den Schultertasten gemacht. Ne, die PSP hatte ja noch keinen rechten Kamerastick, deswegen, auch wenn ich hier gerade mit meinem PS5-Controller angeschlossen bin, bringt mir das gar nichts, wenn ich den hin und her schaufle. Nee, schön mit den Schultertasten lenken. Ich könnte natürlich mal probieren. Ich werde zum nächsten Part mal was Cooles probieren. Aber erstmal machen wir Gateway to the Shrine, wenn ich das gerade richtig gelesen habe. Ich habe es nur sehr kurz gelesen, aber ja. Gateway to the Shrine. Ach du Scheiße. Ganz viele Gegner und wir haben keine Chain. Ich bin so aufgewühlt. Obwohl ich mich aufs Kämpfen konzentrieren müsste. Das ist natürlich super ärgerlich. Das sind jetzt 1, 2, 3, 4, 5 einzelne Kämpfe, wenn ich das richtig sehe. Okay. Hauen wir rein. So, fertig mit dem Dungeon. Leider komme ich an zwei Gegner nicht ran. Der da oben und der hier links, weil ich dafür wirklich eine Chain bräuchte, weil die zu weit weg sind. Aber wir haben hier rechts die Truhe geöffnet. In der war ein Guardstick drin, eine Waffe, die wir gerade nicht brauchen. Aber die 3 KP, die wir gewonnen haben, nehmen wir mit. So. Wunderbärchen. Dann holen wir uns jetzt noch hier drüben die Truhe.
Gut, dass es diesmal funktioniert hat. Mein Spiel ist nämlich gerade eben abgestürzt, als ich den... Dankeschön. Als ich diesen Stein kaputt gemacht habe. Keine Ahnung warum, aber diesmal ging es also. Alles easy peasy. Lemon squeezy. So, dann... kämpfen wir noch kurz gegen Garland. Danke für die Multichain, ja, die hätte ich wahrscheinlich gerade gebrauchen können. Aber heben wir uns für den nächsten Dungeon auf. Alles easy peasy, entspannt, squeezy. So, Garland. Garlando. So. Ne, das war jetzt nicht so gut. Zumindest nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. So, hier, frisst das mal, meine Kumpeline. Ist es immer so, dass nach einem LP-Angriff die Bravery runter auf 0 gehen? Das hatte ich echt gar nicht mehr so in Erinnerung. Man muss aber auch dazu sagen, damals, also zumindest, naja, nicht immer, aber als ich angefangen habe, Dissidia zu spielen und so gar nicht so richtig wusste, was ich meine Mutter macht, und ich war ja noch ein Kindchen und sowas, da habe ich sehr oft einfach die ganze Zeit nur die LP-Attacken gemacht und mich die ganze Zeit gefragt so, die Bravery-Attacken, die machen ja gar keinen Schaden, warum soll man sowas denn machen? Und jetzt verstehe ich es. Okay, danke. Vielen Dank, das war ja wunderbar. Haben wir den auch reingelegt. So, die Truhe hier nicht vergessen. Was auch immer die uns bringen. Wollen wir das einmal rausfinden? Dankeschön. Was ist hier neu? Mass Production, 300 Battle Gen Sachen. Okay. Im Shop neu wahrscheinlich was mit dem Guardstick. Ja, der Mithril Rot. Können wir aber alles nicht herstellen. Hatten wir hier noch irgendwas Neues? Bei den Basics, den Airdash. Und ich glaube, dass ich mir jetzt einfach mal Ifrit hier wieder reinschlagen möchte. Wenn er sowieso die ganze Zeit schon bei uns ist, dann warum nicht auch richtig beschwören? So. Und damit sind wir schon fast beim Sanctuary, ne? Da hinten ist es. Also weiter. Schmeiderfeider. Hello. Southern Shrine Gateway. Ach du Scheiße. Ich starte in der Mitte, okay. Boah. Ich habe ein ungutes Gefühl. Ob ein Krieger Chaos in der Nähe ist? Ich sollte beim Kämpfen auf starke Konter setzen. Ja, ex-Revenge my ass. Jetzt ist die Frage. Hier kriege ich nicht alle. Kriege ich 1, 2, 3, 4, 5. Das ist nicht so... Das bringen wir nicht so viel, ne? 1, 2, 3, 4, 5, ja. Einfach nur eine Cross-Chain wäre ganz geil hier. Hier bringt es wahrscheinlich noch weniger. 1, 2, 3, 4, ja. Naja, das ist sinnfrei. Wenn ich so machen würde, würde ich die 3 bekommen. Ja, sollen wir das einfach mal machen? Aber das ist ja dann wirklich nur, das ist ja totale Verschwendung, wenn ich hier eine Multi-Chain benutze. Weil im Prinzip ist ja der einzige Effekt, den ich habe, ist ja die Cross-Chain hier drin. Soll ich nochmal rausgehen und nochmal zum Mogri gehen? Mir einfach nochmal eine Cross-Chain kaufen. Da gibt es Sinn. I don't know. Aber ich will jetzt halt nicht keine Chain machen, so, ne? Aber eine Multi-Chain hier, das erscheint mir doch ein bisschen verschwendet. Weil Multi-Chain ist schon stark, wenn man KP sammeln möchte und so, ne? Würde mir das irgendwas bringen, wenn ich jetzt so einen Gegner töten würde? Guck mal, wenn ich hier diesen... Wenn ich den hier zum Beispiel erledigen würde, dann wäre ich da, ja, dann würde das, die Cross-Chain wäre dieselbe an sich so, ich würde 1, 2, 3, 4, 5, dann wäre auch 5. Und den da oben würde ich, Moment, doch, an den, nee, immer 1 nach oben, 1 nach rechts, naja, würde ich nicht rankommen. Das würde sich so verschieben, dass der wieder genau in der Lücke ist. Bringt mir also auch nichts. Boah, aber das fühlt sich so verschwendet an. Nee, ich will das nicht. Ich gehe jetzt zum Mogri mit einem
Speed-Up, den ich natürlich hinterher nur im Video nachbearbeitet reingefügt habe. Weil das ist natürlich auf der PSP nicht möglich. Nur die Voice-Line habe ich natürlich nicht verschnellert. So, lass mich raten, ich bin voll. Bin ich voll? Ja, das war so klar. Naja, aber Cure, sind wir ganz ehrlich, brauche ich aktuell einfach nicht. So, ich hoffe, in der Nachbearbeitung vom Video denke ich jetzt wieder dran, dass hier einmal ganz kurz das Laufen ein bisschen verschnellert wird, während meine Stimme darauf angepasst wird, dass alles gut ist und nicht zu schnell. So, jetzt haben wir eine normale Cross-Chain und jetzt lohnt sich das auch, meiner Meinung nach, ein bisschen mehr. Diese Kämpfe hier zu machen, ist nicht so eine komplette Verschwendung der Multi-Chain. Multi-Chain ist einfach zu stark, die will ich noch behalten. Kann ich mir natürlich auch nicht für immer aufsparen, so, aber ich glaube, da werde ich noch sinnvollere Möglichkeiten für finden. Alright. Okay. Ich lasse die Kämpfe jetzt einfach mal drin, weil ich habe im letzten Dungeon wieder alle Kämpfe rausgehalten. Aber ihr müsst ja auch mal sehen, wie ich hier mit Yuna groß werde. Na, kleiner Emperor, du kannst mir gar nichts mehr. Ja, jetzt habe ich natürlich bei all diesen Kämpfen nur Ifrit aktiviert. Das ist auch nicht so schön. Nee, falsche. Der da. Ja. Okay. Dodge halt allem. Oder tu es eben nicht. Okay, ich werde Ifrit jetzt mal kurz ausrüsten. Also abrüsten, meine ich, weil den will ich mir, glaube ich, doch. Oh, Herzmal. Aufheben. Ist ganz witzig, dass wir jetzt eine neue Ifrit-Attacke gerade gelernt haben, aber ich glaube, das ist eine HP-Attacke. Und ich kann natürlich jetzt wegen der Chain nicht ins Menü, ne? Ja, scheiße. Also ich kann weder die neue Attacke ausrüsten, noch Ifrit wegrüsten, also wird Ifrit jetzt einfach... wird sich jetzt einfach entladen. Na, große Klasse. Hallo, Jacked. Da muss ich an ihm jetzt mal ganz kurz hier den Frust ablassen. War... Lass es. Hier, friss meine Schieber. Und jetzt friss mein Xeon. Dankeschön. Direkt wieder ein Level up, hä? Waren die jetzt so krass Level über mir? Walljump, okay. Hab ich ja... Okay. Ich hoffe, der Gelbe da kommt als letztes, weil auf den habe ich jetzt schon gar keinen Bock, ne? Ja. Für den wäre die Cure dann wahrscheinlich doch noch sinnvoll gewesen. Oh, Phantom schon wieder. Naja, der ist jetzt ein bisschen auf einem höheren Level, aber diesmal habe ich keine 90 Sekunden... kein 90 Sekunden Limit für die KP. Und das hier jetzt zu verkacken bei einer 5er Cross-Chain wäre schon übel. Diamond Dust, was will denn das? Nee, hey. Hey, das mag ich nicht. Nicht getroffen. Ich fände es voll cool, wenn ich mal nicht null Bravery hätte, so damit wir vielleicht auch gewinnen können. So. Wunderbärchen, Dankeschön, danke. Victory. Diesmal kein Level up. Das ist ja richtig enttäuschend, nachdem wir jetzt zwei Kämpfe in a row hatten. Kommst jetzt du oben links? Danke. Also Vision. Das ist Tidus, glaube ich. Wenn mich nicht alles täuscht. Yep. Der macht... Nein. Shiva regelt das schon. Und Bahamut natürlich auch. Kumpelblase. Erstmal breaken. Ifrit ist anscheinend jetzt schon am Aufladen. Haben wir jetzt gerade nichts gemacht. Auch da ist jetzt schon wieder ein Level up. Krass. Die geben ganz schön EP hier gerade. Komm. Das reicht immer noch nicht. Komm, jetzt aber immer noch nicht. Hat der so viel AP? War der so viel Level wieder höher als ich und ich hab's nicht mitbekommen? Wahrscheinlich ja. Naja, aber jetzt.
Alright. Dann fehlt nur noch ein Gegner in dieser Chain. Dann noch kurz fix zwei weitere Gegner in dem Dungeon. Und dann können wir zum Boss. Das schaffen wir auch alles noch in diesem Part. Wie wunderbar. Und da unten ist sogar eine Heilung. Also wenn ich durch ihn hier jetzt ein bisschen Schaden bekomme, dann hätte ich meine Cure gar nicht gebraucht. War also alles gut, weil da unten kann ich mich heilen. Und meine Ex-Leiste wieder auffüllen. Das ist doch auch wunderbar, oder? Was passiert denn hier gerade? Ah ja. Okay. Warum? Nee, lass das mal. Eine Festplatte hat sich gerade neu verbunden. Okay, das gefällt mir nicht. Alright. Du schon wieder. Ach so, ich vergaß. Das ist jetzt natürlich so ein... Deswegen habe ich gerade gewundert, wieso steht denn da, dass eine Attacke hier gewinnen kann. Aber alles gut. 3500 Bravery, Dicker. Egal, hi Ixion. Hatten wir dich schon mal im Gewinnbildschirm? Ich glaube nicht, ne? 5x5, wunderbar. Aber ich werde trotzdem nicht auf die 80 kommen hier. In ihrer Story. Oh, da unten ist auch noch ein Gegner? Wer bist du denn? Hä? Ja, wann bist du denn hier? Ja, krass, hätte ich das gewusst. Da hätte ich wahrscheinlich von hier aus doch eine 6er-Chain machen können. Das habe ich nicht vernommen. Dass da noch jemand ist. Egal. Wir kriegen schon eine 6er, 7er Chain irgendwann mal hin für diese eine Challenge im Menü. Oh. Jetzt habe ich natürlich komplett vergessen, dass ich... Wie unfair, das ist eine Attacke, die ich selbst noch nicht habe. Oh, hat sie gerade Bahamut nach oben gemacht? Interesting, das habe ich auch noch nicht. Jetzt sehen wir an ihr hier wieder mal, was wir mit Yuna noch so für tolle Attacken freischalten können. Was machst du da? Ja, und wir haben... Nicht gut! Wir haben natürlich noch diese eine neue Attacke. Hat sie mich gerade getroffen? Richtig. Wir haben natürlich noch eine neue Attacke. Oh, abgepimmelte Nase. Lass es. Jetzt aber mal gut hier. Reicht. Wir haben noch diese eine neue Ifrit-Attacke und ich glaube, wie gesagt, dass es eine LP-Attacke ist oder HP-Attacke. Aber die haben wir jetzt natürlich gerade vergessen auszurüsten. So, das wollte ich sagen. Habe ich das gerade schon mal gesagt? Ich glaube, ich war nicht, bin nicht fertig geworden mit meinem Satz im Hirn. Okay, Dankeschön, danke, danke, toll. Wow, oh, das habe ich abgeschlossen. Wunderbar, vielen Dank. Eine Truhe auch noch, Choco Brown, alles klar. So, genau, HP-Attacken. Ist das eine unten oder nur oben? Nur unten. Ja, dann Hellfire. Short Range, Good Vertical Range. Okay. Ich habe keinen Plan mehr, wie die Attacke aussah, aber wir werden es sehen. Wall Jump von mir aus, auch das. Alright. Und was gibt's hier noch Feines Neues? Ich erinnere mich nicht, dass ich irgendwas... Healing Rod, Healing Staff, Altair. Oh, das will ich eigentlich haben, ne? Weil da konnte ich den... Was, Capella? Ja, Capella herstellen. Das war, glaube ich, echt eine ganz gute Waffe. Brauchte ich den nicht noch für irgendwas anderes hier unten? Wahrscheinlich nicht. Serpent Sword. Kiri. Heavy Lance. Warum bekomme ich denn jetzt den ganzen Kram hier? Battle Axe, Yuji Shuriken, Metal Knuckles. Warum? Also womit habe ich das verdient? Das wäre auch eine super Sache hier. Da bräuchte ich aber 4400, um mir die Silver Bangles zu kaufen. So viel Kram, so viel guter Kram. Knight Helm, Poncho, Knight's Armor, Bronze Chestplate, alles gut. Muscle Belt, Angel Brooch. Okay, good to know. Aber ist gerade nicht drin. So, jetzt machen wir erstmal noch den Gegner hier oben und danach laden wir unsere Ex und HP auf, bevor wir dann zum Boss gehen. So, let's go. Wen haben wir hier noch? Level 11er False Hero. Level 11er Warrior of Light. Ach schön, Kumpel. Horror. Oh, das ist schon wieder der Schund, ne? Oh, das mochte ich ja gar nicht. Da werde ich den jetzt wahrscheinlich auch so schnell wieder nicht breaken, weil das ist... Also das ist wirklich
Die finde ich zu. What? Ja, gut, dass da noch so ein Highlight-Item liegt, ne? What the fuck? Okay. Warum bist du so krass? Du bist auf demselben Level wie ich. Nur weil du hier deinen Bahamut hast, fällt dir mal nichts ein. Guck mal, jetzt mache ich nämlich das. Und ich hau gleich noch ein richtiges Hellfire hinterher. Was sagst du denn dazu, Kumpel, hä? Da sagst du nicht mehr so viel, ne? Holy shit. Das war... Also keine Ahnung, was da passiert ist gerade, aber der Kampf hat mich... Der hat mich... Sagen wir mal, überrascht, ne? Das ist, what the fuck? Okay, egal, alles gut, dankeschön. Ich nehme jetzt den hier mit. Toll, Soul of Valor. Und dann heilen wir uns auf jeden Fall voll, weil what the fuck? Gut, dass das die HP komplett füllt, weil was zur Hölle ist da gerade passiert? Bravery Zero? Nee. Let's go. You? What are you doing in a place like this? Taking you down, old man. What else would I be doing here? Is that it? They call you here to try and beat me, did they? You just can't get enough of following in my footsteps, can you, boy? Can the talk already? Bring it on, or are you too scared? Stupid kid. Gone and gotten yourself brainwashed. Well, you asked for it, you good-for-nothing punk! Sir Jekt! Yuna! Wait, please, just wait! Don't worry, I can handle this brat on my own. You hang back and keep safe. Yuna? No, I won't let you. He'll understand if I explain. He'll remember. I know he will. Please, just give me a little time. You sure? Hey, it's me, Yuna. The summoner, remember? I don't know any Yunas. Now get out of my way. This is my fight. It's got nothing to do with you. Yes, it does. It has a lot to do with me. You remember our journey together, don't you? Even I don't remember everything. But I do remember you. I'd never forget you. I don't... You fought to keep me safe. You told me all kinds of stories. I don't know what you're talking about, okay? I told you, get out of my way! Don't make me go through you! I'm not moving. I know you won't hurt me. What are you talking about? Titus, I've wanted to see you for so long. If you just remember, there won't have to be any more fighting. I'll stay with you. And keep you safe until you do. So please, come with us. Look, I... Look out! Yes! Hey! Hey, stay with us! You seasoned ones are a troublesome lot. Awakening memories in others better left forgotten. You're for chaos. Amusing, is it not? That the boy summoned here to slay Jekt would fall defending another of his own enemies. If not for your meddling, we may have borne witness to a more ironic tragedy here. Sir Jekt, take Titus someplace safe. You'll pay for this. I will... Take you down myself. Level 18? Ach du Scheiße. What the fuck? Das ist ja hart. Okay, aber ich versuche mal was. He won't. I'll make sure of that. 18. Hi, Emperor. Ich werde jetzt erstmal kurz versuchen, dir gut deine Bravery abzuziehen. Und danach gehen wir in den X-Mode. Und wenn du gebreakt bist,
können wir dich, glaube ich. Oh, hier läuft gerade der das Seymour-Kampf. Ups. Komm mal, komm mal. Da. Oh, schießt er gar nicht nur nach unten? Ich dachte immer, der schießt nur nach unten. Komm. Ich will den X-Mode wirklich gerne aktivieren und euch natürlich auch die Attacke zeigen, aber das mache ich nicht, bevor er nicht fuck break ist. Oh, shit. Das ist übrigens eins meiner absoluten Lieblings-Final Fantasy. Lieder, Hammer. Oh. Okay, reicht jetzt mit deiner Wieso hast du jetzt schon wieder... Du hattest gerade null Bravery. Oh, scheiße. Okay, ich verkack's gerade. Keine Ahnung, was dieser Angriff war, den er da gerade gemacht hatte, dieser Starfall oder wie das hieß, aber der war übel. Na, er macht schon wieder. Lass es. Alter. Wieso bist du jetzt schon wieder hoch auf 434? Was soll denn das? Wirklich, du machst... Okay, kann ich den Kampf direkt neu starten? Das ist ja Unfug hier. Wieso ist denn der Boss einfach random Level 18? So, what the fuck? Komm, ich glaube, ich muss mal wieder ein bisschen spammen. Und ich habe natürlich vergessen, mir eine Beschwörung auszurüsten, die nicht... Moment, doch, er ist noch. Er ist da, er ist wieder da. Lass es doch mal, Alter. Fick dich doch, Alter! Jetzt geh mir mal bitte nicht auf den... Jetzt habe ich X-Revenge gemacht, statt meinen X-Mode zu aktivieren. Na, große Klasse. Wirklich. Ach, Luna Ray, my ass, wirklich. So kann ich den ja gar nicht schaffen. Nee, ich muss wieder... Ich brauche meinen X-Mode. Ich kann das nicht für X-Revenge hier aufgeben. Das ist Nonsense. Der ist ja an sich auch gar nicht so schwer. Der spammt mir einfach nur seine scheiß Kugeln in die Arena, damit ich mich nicht mehr frei bewegen kann. Verpiss dich. So, und immer wenn er mich einmal mit irgendwas trifft hier, dann ist seine Bravery einfach auf 434 wieder hoch. Das kann doch nicht wahr sein, Alter. Und hör auf, deine blöden LP-Attacken hier rum zu spammen. Wirklich, es nervt, Alter. Wirklich, fick dich, du mieses Stück Dreck. Ich weiß schon, warum ich... Dieses Spiel ist das einzige Spiel in der Geschichte meines Lebens, was mich mal dazu gebracht hat, meine fucking PSP gegen die Wand zu werfen. Deswegen sie langfristig beschädigt war. Also nicht wirklich beschädigt, muss man dazu sagen. Sie war nur... So. Können wir dich jetzt bitte einmal treffen? Nur ein einziges Mal. Nur ein einziges... Fick dich! So. Was muss ich tun? Press the correct buttons in right time. Ach, fick dich! Ich habe nicht gesehen, wo die aufkommen. Ich habe irgendwo nach oben rechts geguckt. Okay, aber ich sollte doch jetzt trotzdem... Das ist alles, was ich an Schaden mit dem X-Mode jetzt gemacht habe? Oh, come on. Nicht cool. Nicht einfach gar nicht cool. Nein. So. Ich muss dafür sorgen, dass er nichts tun kann. Das ist alles, was mir übrig bleibt hier gerade. Ich muss ihn einfach irgendwie versuchen. Oh, jetzt fängt er wieder mit der Scheiße an. Einfach ganz weit weg davon. Lass es. Und er ist wieder auf 434. Ich checke es nicht. Ich checke das nicht. Komm, einer. Ich muss ihn jetzt nur treffen. Ich muss ihn nur einmal mit einer LP-Attacke treffen. Hiermit zum Beispiel. Natürlich treffe ich nicht. Fick dich, du kleines Stück Kot, wirklich. Da, friss es.
Alter Vater, das fickt dich. Wirklich. Großer, großer, dicker, stinkiger, brauner Stinkefinger an deine Stirn. Du Wichser. Sorry. Aber meine Fresse. Oh. It seems that events have taken a rather interesting turn. So, ich muss jetzt mal ganz kurz abspeichern, weil wenn ich das nochmal machen muss, kotze ich. Sir Jack. He has given his own strength to his son. The man's body is now but an empty vessel. I've acquired quite the unexpected boon. It's time that we part ways, my lady. But our battle isn't over. No, but the war may as well be. What are you... Your hands will be full enough fighting mannequins. Let that one fall before them just the same. If that is what he wishes. Sir Jack! Titus! Titus! Open your eyes! Sir Jack! What now? Think. What do I do? Yuna! Vaughn! Laguna! Hey, are you okay? What happened? Yuna? Where do I even start? How about with a deep breath? Take your time and fill us in. All right. I get the gist. Nothing to go getting upset over, though. Hear me out, will you? If he got taken away, that means he's still alive, right? And Titus is over there sleeping like a log. I bet a good punch would wake him right up. Tactful as a freight train, aren't you, kid? So, Yuna, kicking and punching aside for the moment. I didn't say we should kick him. Well, whatever we do with him, the three of us still have some fighting to do with all of Chaos's other warriors. So what we probably shouldn't be doing right now is sitting around here getting all glassy-eyed and glum about things. Yes, I suppose you're right. Well then, we're agreed. The only thing we can do is keep moving forward, right? Right. Alright. Das war echt hart. Ist damit wenigstens das Kapitel vorbei, ja. Sein Wille war so stark, dass der Kristall sich jederzeit hätte zeigen können. Die Entschlossenheit, etwas Geliebtes zu beschützen, so lernt der Sohn vom Vater. Der Report wurde erweitert. Schauen wir uns auch alles mal anders an. Aber wir haben Oh. You've now reached a point where you need to be properly equipped for, to progress further. Head to the shop once you've earned plenty of Jill. If you seek advice, blah 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 blah. Kapitel 5 war Lightning? Haben Kane und Tifa gar keine eigenen Kapitel gehabt? Ich kann mich nicht erinnern. Es ist einfach zu lange her. Ich dachte, es wäre so gewesen, vielleicht aber auch einfach nicht. Aber ja, die beiden würden theoretisch halt noch fehlen von den neuen Figuren. Kane hatte gar kein DLC-Outfit, echt. Also ich weiß, dass er noch zwei sehr coole Outfits hat, aber ich dachte, die wären... Na egal. Alright. Gut. Irgendwas Neues hier noch? Was ist hier unten? Ah, okay. Ja. Okay. Gut, dann, liebe Leute, würde ich an der Stelle sagen, das ist das... Moment. Du hast noch ein DLC-Outfit. Dann gucken wir uns das doch an der Stelle nochmal kurz an. Wir machen wieder, wie immer, hier ganz kurz ganz schwachen Level 1-Gegner. So. Um einfach
Brauche ich das DLC-Outfit nochmal kurz sagen? Was war denn Yunas DLC-Outfit? Kann ich mich gerade ehrlich gesagt gar nicht dran erinnern. Ach ja, klar, das FF10-2-Outfit. Natürlich. Das war ihr DLC-Outfit. Das hätte ich jetzt einfach dem zweiten Outfit. Also alle haben auch noch ein internes zweites Outfit. Und ich glaube sogar drittes. Bin mir gerade nicht 100% sicher. Aber wusste ich jetzt nicht mehr, dass das DLC-Outfit war von ihr. Aber okay, apparently war es so. Ja, ihr FF10-2-Outfit, cool. FF10-2 habe ich übrigens nie durchgespielt im Leben. Sehr sad, ich weiß, aber ja. Gut. Dann gucken wir noch einmal ganz kurz bei... Nee. Noch einmal ganz kurz bei Lightning in die Customization, um sicher zu gehen, dass hier... Yep, dankeschön. Kapitel 5... Und KP-Baron. Um sicher zu gehen, dass hier noch alles auf dem halbwegs neuesten Stand ist. Na, das war es nämlich nicht. Warum hat jetzt mein Handy schon wieder zu mir sprechen wollen? Irgendwas sage ich, glaube, während der Aufnahmen, was dem nicht gefällt hier. Dem Handy. Ja, das ist alles hier. Das brauchen wir alles erstmal nicht. Das sind so diese Sachen. Gut. Einen Green Drop vielleicht auch nicht. I don't know. Keine Ahnung. Orange Drop Defense. Naja, passt schon. So, dann sind das hier die Sachen. Und hier rüsten wir dir noch irgendwas anderes Cooles aus. Ja, von mir aus denen. Ja, ist mir eigentlich auch Wurst. Okay. Und dann, liebe Leute, jetzt aber wirklich sehen wir uns beim nächsten Part wieder in, keine Ahnung, was die Upload-Regelmäßigkeit ist, in ein paar Tagen wahrscheinlich. Wahrscheinlich nicht morgen, übermorgen, keine Ahnung. Und beginnen Kapitel 5 wieder mal aus der Perspektive von Leipzig. Leipzig. Lightning. Okay, bis dann. Macht's gut. Ich glaube, ich soll dann Kaffee trinken. Ciao, ciao.